Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Drunken Hunters Session 3 schon. Mir ist eingefallen, dass wir bei Session 2 überhaupt keine Begrüßung gemacht haben. Whoops. Wir haben zwei neue Regeln und ein paar Regeln verändert. Ich zeige euch hier alle, die noch schon existieren und die noch unveränderten. Und was haben wir jetzt alles verändert? Wir haben einmal gesagt, dass wir pro Werkzeug statt einem Sip 3 Sip draus machen. Einfach weil ein Sip Bier so viel ist wie ein Trank und das ist ziemlich dumm, weil so ein Booster und so ein Ausweichmantel und so einfach viel mehr bringt als ein einzelner Trank. Deswegen machen wir da 3 Sip draus. Auch wenn man es aus Versehen drückt, wie ich halt immer. was haben wir noch geändert? Wir haben gesagt, Schleuderleeren kostet jetzt 3 Sip Bier, weil es einfach voll OP ist. Dann haben wir gesagt... Oh mein Gott, Andi. Andi, was tust du da? Ich starte das Spiel. Du hast dein Mikro verprügelt irgendwie. Okay, dann... Hallo? Hör mal auf zu kratzen da drüben. Okay. Dann haben wir die neue Regel, dass immer wenn der Palico seine eine Fähigkeit da einsetzt, also zum Beispiel in meinem Fall immer die Vitalitätswespe und bei Andi war es meistens dieser Buff, immer wenn der Palico eins von den Sachen einsetzt, die er uns dann auch was bringen, also wenn wir die tatsächlich auch abkriegen, dann muss man 2 Sip Bier trinken für das, was der eigene Palico macht. Also wir tragen nur Verantwortung für unsere eigene doofe Katze und nicht für die vom anderen. Das heißt, wenn Andis Katze mich bufft, dann muss ich nicht trinken, aber Andi muss trinken, weil er ja auch gebufft wird. Und wenn jetzt zum Beispiel Coco mir eine Vitalitätswessel bringt, die uns beide heilt, muss nur ich trinken. Wenn sie nur mich heilt, muss auch nur ich trinken. Und wenn er jetzt eine auf den Boden setzt, muss ich nur trinken, wenn ich sie aktiviere. Außer Andi aktiviert sie, dann muss er auch trinken. Außerdem... Was ich vergessen habe aufzuschreiben, ist das, wenn wir eine Vitalitätswespe aktivieren, kostet es ebenfalls. Was haben wir gesagt, Andi? 1 oder 2 Sip? 2 Sips bei der Vitalitätswespe. Okay, also wenn wir eine Vitalitätswespe aktivieren, egal ob sie von Coco oder Jesus ist oder ob sie schon vorher da war, müssen wir ebenfalls 2 Sip trinken, weil sonst wird das zu verwirrend. Sonst wird es zu verwirrend, wenn die Katzen welche setzen und noch welche existieren. Kommen wir gar nicht mehr mit. Und dann haben wir halt den Super Overkill-Regel, Nummer 15, ist, solange man sich in einem Booster befindet, muss man Bier trinken. Das heißt, während wir in einem Gesundheitsbooster oder sonst einem Booster stehen, solange dieses Ding aktiv ist, also das hört man ja, müssen wir das Bier ansetzen und trinken. Bis wir wieder rausgehen. Und ja, ich glaube, das könnte ziemlich böse enden, wenn wir uns doch gegenseitig ein bisschen mobben. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich warte jetzt, dass Andi ins Spiel kommt und dass wir loslegen können und ja, dann sehen wir uns gleich beim Cut, nach dem Cut, wie auch immer. Bis gleich. Er hat XX Stern XX. Der ist richtig. Ja, Donner macht am meisten Sinn, aber... Donner mit seinem... Wenn er im Rage ist, oder? Wenn er Licht ausstrahlt, ist er, glaube ich, im Rage, ja. Scheiße. Ja, Donner macht er dann 3 und sonst 1. Alles andere kann ich sowieso ganz vergessen. Aber hast du ja vielleicht... Hast du vielleicht einen Schadensbogen, so einen neutralen? Ich hätte einen neutralen oder Explosion hätte ich auch. So, als eigener Bogen, ja, das wäre auch cool. Ich habe ja, wie gesagt, extra eine Explosionswaffe für den gemacht. Aber ich will dir die andere Waffe zeigen. Okay. Also ich... Ich habe... Mach einfach. Ich hatte einen elementlosen Bogen, aber ich finde den nicht. Der ist gar nicht mehr drin. Oh je. Oh, Bonus auf Knochenhaufen. Naja, egal. Ja, in dem Fall, ja, Explosion habe ich. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der startet, aber geh mal da rein. Ich gehe in Lager 8. Lager 8? Ja. Yep. Best beitreten. Moment, ich bin gleich soweit. Untersuchung. Lager 8. Ah ja, benutzt man Gutschein. Hot. Damn. Money, money, money. Ist so. Ist so. Hast du schon gefoodet? Jawoll, ja. Mhm.
Ja, ich habe mir das Monster ausgesucht, weil ich wollte eine bestimmte Waffe benutzen, die keine normalen Elementschäden hat. Und ich musste ein Monster wählen, bei dem das Sinn macht. Und der Höllenzinogre, wie du siehst, hat Elemente total scheiße. Alter, der ist... Der geht richtig rancid, der Boy. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir landen, by the way. Oh, fuck. Ich kipp mir schon mal rein. Hab ich auch schon gemacht. Es ist voll dunkel hier drin. Man sieht mich kaum. Achso, weil der Bildschirm jetzt dunkel ist. Macht Sinn. Damn. Ich hoffe, ich stürze. Ah, fuck! Ja, hi, Andi! Hallo! Guck dir meine Waffen an! Ich hab Bier dabei, yo! Alter, wo ist der Bildschirm her? Yo, den hab ich mir geholt, ey! Erstmal sippen, Alter! Oh, damn, erstmal shotten jetzt, ne? Nur zur Info. Scheiße, Alter, das ist der Höllenzinogre. Ich weiß. Puh. Das ging gut rein. So, jetzt gibt's. Jetzt gibt's Bier. Alter, fuck, Mann. Oh, damn. Ich bin absolut nicht gut vorbereitet. Was? Oh, fuck. Ah, ich muss mein Spiel wieder leiser stellen. Andi fliegt. Was geht bei dir da hinten ab? Wo rennst du hin? Eine Sekunde. Erstmal mein Bier leiser. Okay, ich hab mein Bier leise gestellt. Oh nein, das. Nee, da hat gar nicht das Gebiet gewechselt. Ich bin noch im Kampf. Okay, mein Spiel ist ein bisschen leiser. Oh, Fußspuren. Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, mein Jesus hat seine Buffs dabei. Oh, scheiße! Oh, damn! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Oh, shit! Ah, nein, Coco, nein! Okay, danke, Coco. Was für ein Chaos! Erstmal sippen! Damn! Mhm. Ah. Du hast keine Chance, ich hab Bier. Ja, der hat seine Buffs dabei. Schon geht's los. Ach übrigens, auch wenn man aus Versehen eine Vitalitätswespe, die steht, einsetzt, muss man auch sippen. Ich glaube, ich habe richtig Probleme mit Doppelklinge. Oh scheiße, was ist, wenn ich die abschieße, dann auch? Ja, eigentlich schon. Aua. Oh, scheiße. Wenn ich nicht in meinem Wirkbereich stehe. Muss ich echt aufpassen, ne? Voll also, vorsichtig ich schießen. Auch, wenn ich nicht im Wirkbereich stehe. Wenn du nicht. Okay. Achso. Usch. Hä? Achso, ja nee, nur wenn du davon geheilt wirst. Okay. Das ist eine Frage. Ich glaube, ich muss das Spiel vielleicht doch noch ein bisschen leiser machen. Ah, der Höllenzinogre ist einfach auch scheiß laut, ey. Ich heul die ganze Zeit. Und es ist totales Chaos, obwohl gar nichts passiert. Oh, Alter. Andi, Vorsicht. Oh. Oh, Tee. Leben. Yo, soll ich dir einen Booster hinsetzen? Ich setz dir einen Booster hin, okay? Ich komm mal rüber. Hallo. Pures Chaos. Pures Chaos. Oh, scheiße. Das ist die erste Jagd heute. Ja, weil ich das Bier rausholen wollte. Nur deswegen. Wirklich nur das. Scheiße. Oh, damn, mein Leben ist weg. Oh, Panik. Panik. Wieso lebe ich noch? Hey. Hui, hui, hui. Was?
Warte, ich stell mal meinen Spiel leiser ein, Moment. Ich sag grad dem Höllenzinogre, er soll einen Moment chillen. Okay, Spiel ist leiser. Oh, ich hab ne Kröte getreten! Ups! Eieiei! Das war voll keine Absicht. Scheiße. Ja, das, also auf jeden Fall, ich erzähl da mal von dem Bier. Dieses Bier hat Lähmung und Schlaf. Alter, ernsthaft? Und außerdem mehr Damage als mein neutrales, als meine neutrale Schadenswaffe. Die Waffe ist voll OP für so eine Doppelklinge. Und ja, die hat Lähmung auf 170 und Schlaf auf 100, was beides nicht recht viel ist, aber er hat beides. Was cool ist. Oh, so. Der Höllenzinok ist abgehauen, ich muss 3 Sip trinken, fuck. Ja, haut der ab? Er ist irgendwo darüber gelatscht. Gut. Gut. Ja, du bist nicht im Kampf, du musst nicht mal sippen. Unfair. Oh, damn. Okay. Scheiße, fuck, ich muss ja noch schaffen. Auch noch, Brust. Du trinkst recht spät. Ein Zauberer trinkt nie zu spät. Gell, Andolf? Ja. Damn, wie lange ist das her? Oh, fuck. Oh, Andi, du bist ja auch hier. Ja, ja. Hey, lock ihn mal unter die Säule. Okay. Ist die hier eine Säule? Ne, da drüben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Damn. Hier, oder? Ja. Ja, hier. Aber der kommt nicht. Coco. Herkomm. Bei Fu. Oh mein Gott! Voll daneben! Wow! Aber die andere Säule, die ist. Ich schieß mal die ab. Oh, daneben. Oh, oh er kommt zu mir, er kommt zu mir! Trifft das? Ja, da ist die zweite Säule. Kann man die überhaupt abschießen? Oh, scheiße. Ja, ja, die kann man abschießen. Okay. Weil die hat irgendwie gerade nicht reagiert. Oh. Jawoll! Hab ihn. Ich hab's auch versucht, aber ich hab irgendwie nicht getroffen. Oh, Material. Hoppala. Oh, damn. Ich hab Drachenpe. Oh. Oh, nice. Auch nochmal getroffen. Cool. Ah! So, eine Ratterlaus entdeckt. Wir machen jetzt, glaube ich, den Wirkampf gleich. Vielleicht. Das sind 2 Sip dann. Ah, 2 Sip. Oh, Revierkampf. Da steht zweimal dran. 4 Sip. Es muss zweimal dran stehen. Sind trotzdem nur 2. Ja, hab ich auch gemacht. Gut. Oh, damn, du hast ein Heilungsding aktiviert. Oh, fuck. Irgendwo ist noch Material. Ah, da hinten. Wo? Direkt neben diesem roten, britzenden Ding hier. Abs. hier ist so eine Ratte, das? Joker, oder? Stimmt, 3 Sip, fuck. Damn. Ich kann nicht runterspringen mit einer Hand. Ich renn so gegen die Kante und die Gachalakas wollen mich angreifen, aber ich trinke. Ah, oh, scheiße. Fuck. Haha, du hast kein Kaltgetränk. Warte, ich geb dir eins. Oder auch nicht. Ich hab kein Kaltgetränk dabei. Ich kann dir eins geben, warte kurz. Oh. Ich bin im Kampf, okay. Geben. Ja. Ich eins. An die Christus. Ich kann mich nicht bewegen, solange du nicht annimmst, oder wie? Hilfe! Okay, jetzt. Aber warum bittest du mein Objekt? Wie bittest du mein Objekt? Ich hab kein Objekt! Nein, ich hab dir eins gegeben! Ich hab dir ein Kaltgetränk in die Hand... Hä? Nee, ist nicht passiert. Warte, ich versuch's nochmal. Nee, das ist doch schon dran. Wie bittest du um ein Getränk? Nein, da steht geben! Ich will geben! Hier, nimm! Ah, fuck! Ach, ich streck die Hand aus. Nein, guck und ich heilen. Lauf weg, Maro. Ich renn vor dem... Fuck mal vor meinem Koko weg. Hören Sie nur los. Ich weiß nicht, aber ich renn gerade vor der Vitalitätswespe weg. Ich glaube, du bist raus, Andi. Scheiße.
Andi? Well. Also so können wir nicht weitermachen. Wir sind mitten am Anfang von der Jagd. Wir wiederholen das, wie es scheint. Bis gleich. So, jetzt erstmal Kaltgetränke mitnehmen. Guter Plan. Ich wollte dir vorhin welche geben, ne? Und mein Dude hat einfach nur die Hand ausgestreckt. Und ich denke so, warum bewegt er sich nicht mehr? Und du musst hinlaufen und die mir aus der Hand nehmen. Damit du die nimmst. Das wusste ich nicht, aber ich habe es auch noch nie gemacht. Weil ich stehe dann da und strecke dir die Hand hin. Und wenn du dann nicht hinläufst und die mitnimmst, dann ja. Dann stehe ich da halt für immer. Und so war das. Ja, das war ein bisschen blöd. Ja. Bist ready? Sag dann. Ich bin. Ja, gegessen habe ich. Ich bin ready. Mhm. Aufgefüllt habe ich auch wieder. Nice. Okay, mal sehen, ob wir noch mal einen Shot wegen derselben Jagd trinken dürfen, ja, wieder am Start. Ich füll auch schon mal auf. Habe ich auch schon gemacht. Natürlich. Scheiße. War so klar. Hallo, Andi. Hallo. Oh, nein, da unten ist er. Oh, okay, der kommt. Oh, ja. Ja, dann Prost. Alter, ja, zum Wohl. Fuck, mein Palico hat wieder dieses scheiß Geld. Aua. Nein, wie dumm. Shit. Oh. Voll im Einklang. Scheiße. Hier. Oh, Fußspuren. Damn. Alter. Ich hab dich jetzt schon kaputt gemacht. Hättest du noch gar nicht vor. Okay, ab geht's. Hallo? Weg da. Ah shit, Drachenpest ist übrigens ja auch ein Sip. Ich hab vorhin gar nicht gesippt. Ja. Ich hol mal nach. Oh, Coco hat eine Vitalitätswaffe gesetzt. Ja. Wow! Hey, du hast den Banner geheilt, du Arsch! Das war auch der Plan. Ah nein, Coco! Ah fuck, au! Oh nein. Oh, der ist piss. Warum denn? Weiß ich auch. Der ist nicht piss, der hat noch ein gelbes Auge. Aber ich glaube, der ist erleuchtet, oder wie das heißt. Erleuchtet? Dank uns. So, erstmal gemütlich ein Bier aufgemacht, der ist noch nicht mal in meine Nähe gekommen. Oh Gott. Vorhin lief es bei mir noch besser, jetzt gerade geht's schon bergab! Oh Gott. Oh fuck, schon wieder Drachenpest. Ich hatte die gerade weg, wie es scheint. So. Oh, wo sind meine Tränke? Da! Jesus, Jesus gibt dir ein Dings! Jesus hat dich gebufft! Alter, Jesus wird dich so dicht machen. Oh, Jesus tötet mich so hart. Aber richtig. Nein! Mehr ist der Zinoge. Nein, weg da! Ich dachte gerade, du was schießt, Jesus. Hör auf zu buffen, Patz! Wenn ich könnte, würde ich... Ja, er hat dir schon wieder was gegeben. Er hat dir schon wieder was gegeben. Alter. Immer wenn rechts was dran steht, dann hat er dir was gegeben. Ah, du musst es unbedingt wechseln, sonst bist du nachher so dicht. Ja. Erinner mich bitte dran. Ja, ich versuch's. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da dran denk. Ganz ehrlich. Oh, au! Oh Gott. Okay, ich sollte mich mal heilen. Aua. Scheiße, bist du gestunt? Aua. Nee. Okay. Ich hab deinen Lebensbalken zittern sehen. Ich dachte, es kommt nur bei. Oh, schau, dem! Der macht erstmal einen Bock, Alter. Was sie weiter gehüpft ist, Alter. Halbe Map, Alter. Hilfe. Was? Ich hab die gönnt, der Borg. Was ein harter Typ. Der geht voll ab. Oh, oh. Oh, nein. Nein.
Ich hab grad 4 Sip wegen Coco. 4 Sip! Oh Gott. Ja, sei froh, 4 Sip. Aber auf einen Schlag. Nee! Hilfe! Ah! Oh Gott! Oh, ich bin leider Munition. Vorsicht! Er macht seinen Super Move. Nee, macht er nicht. Oh, Fußspuren. Fuck off! Alter. Alter. Ah, Fußspuren. Hab sie auch gefunden. Oh, wo spring ich denn rum? Oh, damn, du springst einfach hoch. Was ein Typ. Ja, ich wieder. Such Sachen zu einsammeln. Oh, ich mount die. Jawoll. Nein. Jawohl! 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 Das war das aus Blutiger Pfad Gottes, gell? Jawohl! 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 Ah, scheiße! Geil! Oh oh! Oh, kann der nicht ein bisschen länger rum? Jetzt ist er wütend! Oh, jetzt macht... Der, pass auf, der macht seinen Bauchklatscher, dann macht er direkt noch einen und dann macht er so einen Super Saiyajin durch die Luftsprinte-Move. Wenn ich alle drei treffe, dann bist du ziemlich tot. Ja, ich steck mal die Waffe weg und renn. Steck die Waffe weg! Okay. Aber ich glaube, wenn der so piss ist, kann man den nicht mounten, oder? Mounten schon, aber du hast gerade erst, es hat Abklingzeit. Ah. Wechsel das Gebiet, 3-Sip. Okay, mein Palico hat mich, Alter, dreimal gebufft. 9 Sips, 12 Sips. Genau. Nee, Palico sind 2 Sip. Hm. Nicht 3. Wir wollten uns nicht total ficken, wenn du deinen Buff mitnimmst. Du kannst theoretisch zurück ins Lager und das wechseln, aber das kostet dich einen Shot. Musst du entscheiden. Ja, ist hier schon leer. Ja, das muss aber das nächste trinken. Du glaubst doch nicht, dass du jetzt durch bist. Jetzt ist Bier leer, jetzt brauche ich nichts mehr trinken. Oh shit. Ah, oh, geil. Ey, spring doch einfach runter. Dann steht da aus. Bin ich doch. Achso, ja. Ja, falsche Seite. Ja, ein bisschen. Egal. Ich wollte dich auch gerade sagen. Pfff. Er macht den Pfff-Move. Oh. Oh oh. Oh damn, Mann. Was macht der für Tricks, Alter? Ah, ich weiß nicht, was ich tue! Moment, ich bin verwirrt. Okay, er hat schon wieder gebufft. Oh, Mann, wow! Oh, jo! Alter! Hilfe! Was ein Arschloch, dieser Typ. Kannst du mir verraten, warum wir überhaupt in Höllen-Zinogre... Alter, mein Leben! Damn! Ich dachte, du wärst tot! Wir wollten den Höllen-Zinogre machen? Ich wollte dir mein Bier zeigen! Oh, danke! Oh nein, Coco hat mich geheilt! Ja, es ist der einzige Grund, wirklich! Alter, weißt du, was ich mache? Was machst du? Ich hab jetzt richtig Bock drauf! Komm mal her! Was hast du? Nein! Geh weg! Nein, geh weg! Nein! Verpiss dich! Nein, nee, 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 nee! Nee, nee, nee! Nee, 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 da geh ich nicht hin! Du bist drin! Du musst zippen! Hör auf zu lachen! Das ist unfair! Scheiße, auf! Du musst zippen! Du musst eine halbe Stunde sippen und du lachst die ganze Zeit nur. God damn. Oh, jetzt rutsche ich auch drüber. Ja, erstmal sippen. Ja, ja. Da gehe ich nicht hin, ey. Das ist die grüne Wolke des Au, des Todes. Ist echt so.
Hey, komm mal her! Ich wusste genau, was du vorhast, weil ich unten war. Scheiße. Eieieiei. Hier geht's aber ab hier. Das ist die erste Jagd. Mir geht's schon ziemlich gut. Ja. Ja. Boah. Hat sie eigentlich nichts zum Schießen? Ah, die gibt mal ein paar Pfeile. Oh Gott, nein! Vorsicht! Ah, du stehst drin, du musst trinken! Ja, deswegen sag ich ja fuck! Das funktioniert nicht, wenn man redet, während man eigentlich trinken muss. Oh nein, ich bin auch drin. Boah. Das ist voll die Giftwolke, ey. Oh, da wollte ich gar nicht Aua. Hin. Oh Gott. Haut er mit seinem Bier rum. Der einzige Grund, warum wir diesen Kampf hier führen müssen. Für das Bier. Für das Bier. Hey, aber ich sag dir eins, wenn du das Bier verschüttest, ist es ein Sipp. Ja, damn. Ich glaube, das Bier kann man irgendwie nicht verschütten. Das ist voll das super Bier. So ein Bier will ich auch haben. Das Bier heißt auch Meisterbier. Oh, nice. Nur, dass du Bescheid weißt. Übrigens, ihr an die Fisch... Ah, fuck. Ihr fick dich an die... Oh, nein. Du Wichser. Oh, scheiße. Dafür habe ich 3 Sip geopfert. Ah, oh, fuck! Damn, Karma hat mich weggeknoppt. Ja, der haut ab. Der Karma. Ja, der Karma haut ab. Es sind schon wieder 3 Sip. Fuck! Alter, ich muss jetzt erstmal nachsippen hier so ein paar Schlücke. Die Sache ist doch die, dass man mitten im Kampf sippen soll, damit es schwieriger wird. Du sippst immer nur nach. Nicht immer. Das ist gar nicht wahr. Ich komm nicht zum Trinken, wenn ich dauernd lachen muss. Hey Andi, weißt du noch das Herr der Ringe Trinkspiel? Ich glaub, das hier ist härter. Ja, das ist echt härter. Das ist übel härter. Fucking hell. Alter. So, steck das Bier weg. Hilfe, er kommt. Was ist los mit dem? Kommt daher getapselt wie so ein Chihuahua. Vielleicht denkt ihr, wir haben ein Stöckchen. Nein. Oh nein, guck! Okay, danke, Coco. Ah, nicht schon wieder, Andi. Toll, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt einfach mal die Schlacht fortführen. Aua. Es ist jetzt ein bisschen gerade blöd, weil, hoppala, Entschuldigung. So. Aber die Frage ist, wie viel Spaß macht das mir alleine zuzuschauen, wie ich versuche, den Höllenzinoppe zu zerlegen, während ich Drunken hat das Spiel. Also Andi ist jetzt gerade weg, also werde ich jetzt einfach mal drauf loskloppen, dass wir überhaupt was haben. Andi hat mir eine Nachricht geschrieben, schon wieder. Ja. Das ist irgendwie blöd, ich hoffe, das kommt jetzt nicht öfter vor. Ich hatte irgendwie gedacht, das liegt vielleicht am Höllenzinoppe. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Oh Gott. Jetzt darf ich den alleine machen. Okay, das war die Ult, aber die habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Das Problem ist, er hat jetzt halt doppelt so viel Leben. Oh. Er hat jetzt halt doppelt so viel Leben, weil er ist auf Duo-Fight gestellt. Das macht keinen Sinn, das alleine zu Ende zu führen. Und da der Part jetzt eh schon ziemlich lange geht wahrscheinlich. Lass mich mal ausreden hier, Zinnogre, bitte. Da der Part jetzt wahrscheinlich schon ziemlich lange geht, ist der Part jetzt hier vorbei. Und ob wir im nächsten Part nochmal den Höllen-Zinnogre machen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe meine Fähigkeit von dem coolen Bier noch gar nicht eingesetzt. Keine Lähmung, kein Schlaf. Schade. Das ist das Coole an dem Bier nämlich. Das kann Lähmung und Schlaf. Oh, siehste. Ja. Blöd. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also auf jeden Fall, dieser Part sollte damit erst beendet sein. Auch wenn es jetzt kein Ende hatte.
Was sollen wir machen? Ich kann das nicht rausschneiden, das war viel zu witzig. Aber ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie Spaß, auch wenn es kein gutes Ende nimmt, wie scheint. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann.